Hallo und herzlich willkommen hier im MAG zu dieser Webinar-Reihe MAG im Dialog mit einer Live-Schaltung aus dem ehemaligen Zeitschriftenlesesaal, anlässlich der sich hier im Hintergrund auftut, anlässlich der Ausstellung 100 bei mir. Anlässlich der Ausstellung 100 beste Plakate 19, die noch bis zum 2. Mai zu sehen sein wird. Mein Name ist Peter Klinger. Ich arbeite seit 30 Jahren hier im MAG und bin hauptsächlich in der Bibliothek- und Kunstblättersammlung tätig und auch für die Plakatsammlung zuständig. Zu meiner virtuellen Rechten ist Fons Hickmann, den wir hier eingeladen haben, Präsident des Vereins 100 beste Plakate. Er ist Grafiker, Gestalter, Universitätsprofessor an der UdK in Berlin, ehemaliger Professor an der Angewandten. Ich kann mich noch an nette Zeiten erinnern, vor allem Dingen tischfußballerisch. War immer wunderbar, gegen deine Studenten zu kämpfen. Wir haben es gar nicht so schlecht gemacht, muss ich dazu sagen. Ja. Der Professor an der Angewandten mehrfach ausgepreist, 36 Mal bei den 100 Besten bereits als gleichberechtigter Sieger genannt und Spiritus Rector der Klasse Hickmann, die jetzt von Wien nach Berlin übersiedelt ist und dort auch, glaube ich, für Furore sorgt. Er ist Gewinner der Kieler Woche, allerdings nur fürs Plakat, also er dürfte kein Segler sein. Und Gewinner des Art Director Club Awards von Deutschland und in den, Deutschland, Europa und den USA, sowie Lead Award in Gold und unseren lieben Josef Binder Award, den du mehrfach geknackt hast. Er ist Designer mit Interessen an Popkultur und angewandten Fußball. Zu meiner Linken, beziehungsweise zu meiner äußerst Rechten, Erich Brechbühl, Grafikdesigner bei Luzern, hat bei Niklas Troxler, soweit ich nachgelesen habe, gelernt. Niklas Troxler muss man kennen. Es gibt keinen Wettbewerb ohne ein Troxler-Plakat. Seit 2003 betreibt er sein eigenes Studio, Studio Mixer. Er ist 26 Mal ausgepreist bei den 100 Besten. Und kennengelernt habe ich ihn 2011 anlässlich der Jury-Sitzung bei den 100 Besten 2010, wo wir uns länger über ein Senentunchi unterhalten haben, was sehr spannend ist. Und ich somit auch in den alemannischen Bereich gekommen bin, von der Mythologie bzw. von der Geschichte. Sehr spannend. Ich hoffe, das Senentunchi ist in deiner Auswahl, lieber Erich. Ist dabei. Beide sind Mitglieder, muss ich dazu sagen, der renommierten AGI, Alliance Graphique Internationale. Da kann man nicht Mitglied werden, man wird zum Mitglied berufen, was schon eigentlich sehr viel aussagt über die Qualität der Arbeiten. Eigentlich wollten wir uns treffen, wollte ich einen Wein versenden aus der Südsteiermark, den ich sehr gern mag. An und für sich, man kennt es an meiner Figur, bin ich Biertrinker. Aber dieser Wein schmeckt wirklich hervorragend. Anyway, es hat nicht funktioniert. Es tut mir leid. Es ist so, Sie haben die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die ich dann vorlesen werde. Ich werde den Chat so quasi im Augenwinkel halten und dann bei Bedarf auch die Fragen weiterleiten an unsere beiden Grafiker. Was mir wichtig ist, ist, dass wir hätten jetzt vor, dass wir beide mal sich selber vorstellen lassen. Beide sollen sich mal präsentieren und dann erst bitte Chat-Fragen oder Fragen im Chat, die wir auch beantworten. Ich würde mal anfangen mit dir, Fons. Ja. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Oder dass du mitmachst, noch immer, nicht eingefroren bist. Ja, ich bleibe auch noch einen Augenblick.
vor uns als Präsident. Du bist jetzt seit 2 Jahren Präsident. Erich Brechbühl ist seit mehreren Jahren jetzt schon im Vorstand. Wie hast du wie gehst du heran oder beziehungsweise letztes Jahr, du hast so ein wunderbares Intro geschrieben im Katalog dazu, zu den 100 Besten, eine Einführung. Wie geht's dir mit den 100 Besten? Wie sehr liebst du diesen Wettbewerb? Wie sehr bist du da engagiert oder involviert? Oder Ja, klar. Sag ich gleich gerne ein paar Worte zu. Aber erstmal natürlich irgendwie dir herzlichen Glückwunsch für deine 30 Jahre Mitarbeit im Museum für angewandte Kunst in Wien. Wow, das ist ja schon mal richtig lang, habe ich gehört. Ne? Das sind 11 Monate. Nee, 29 Jahre, 11 Monate und 14 Tage. Ja, dann müssen wir ja, dann kommt das mit der Flasche Wein, das hat dann noch 2 Wochen Zeit und dann werden wir die aufmachen zum 30-Jährigen. Okay. Und schick mir ein paar Plakate, gell? Gerne. Als Gerne. Geschenk für die Sammlung. Ja, und vielen Dank für die Einladung hier zum Talk. Ja. Hat mich gefreut. Wir waren ja eben in Kontakt, um über Plakate zu sprechen und Plakat schaffen, Plakatdesign, Plakatkunst, alles, was dazugehört. Und dann die Idee, das mit Erich im Ping-Pong-Spiel zu machen, finde ich auch toll, weil Erich Brechbühl und ich, wir begegnen uns seit 20 Jahren überall auf der Welt ständig in allen möglichen Veranstaltungen, Vorträgen, Wettbewerben, Ausstellungen rund um die Flugzeugen. Und deswegen bin ich immer froh, auf Erich zu treffen und mit ihm irgendwo eingeladen zu sein, weil wir, glaube ich, so auch so ein bisschen so eine gewisse Geisteshaltung teilen, was halt das Thema Plakat anbelangt oder auch das Plakat schaffen und auch wie das in der Kunsthistorie einzuordnen ist, was wir tun. Und damit komme ich halt auch schon zum Verein, denn der Verein der 100 besten Plakate, den gibt es jetzt seit 20 Jahren. Beziehungsweise es gab vor 20 Jahren eine Neugründung des Vereins, der sich auf die Fahne geschrieben hat, das deutschsprachige Plakat zu fördern, also sprich das Plakat aus Österreich, der Schweiz und aus Deutschland. Es gab den Verein vorher schon, als Deutschland noch in 2 Teile getrennt waren. Da war das ein Verein, der in den Ostländern Deutschlands beheimatet war und dort schon auch einige Jahrzehnte etabliert war, hat sich aber dann komplett gewandelt. Wie gesagt, ist international geworden und hat auch seine Ausrichtung ein wenig geändert, aber vom Kern her ist etwas ähnlich geblieben, nämlich, dass der Wettbewerb gerade das künstlerische Plakat beziehungsweise das ambitionierte Plakat, das Plakat, was sowohl inhaltlich wie auch gestalterisch ambitioniert ist, fördert. Und wenn halt diese beiden Komponenten zum Beispiel zusammenkommen, halt Inhalte stimmen, also der Geist, der Intellektualität oder der Inhalt stimmt und dann ist es auch noch innovativ gestaltet, dann hat ein Plakat eine Chance, zu den 100 Besten ausgewählt zu werden. Obwohl das natürlich, sage ich dazu, nicht von uns auch obwohl wir im Vorstand sind, wir haben überhaupt nichts mitzuentscheiden. Das macht immer eine neu berufene Jury. Die ist auch komplett unabhängig, die tagt auch komplett unabhängig und es gibt auch da keine Rücksprache. Und es ist jedes Jahr neu, die Jury, und die sucht halt aus den eingereichten Arbeiten dann die Besten aus. Ja, das war so ein, sagen wir mal, so ganz das grobe Gerüst von den 100 Besten, ohne jetzt ins Referieren zu geraten. Aber jetzt habe ich deine Frage schon wieder aus dem Blick verloren, glaube ich. Habe ich eine Frage gestellt? Ah, du wolltest da ein bisschen was anteasen, was jetzt die Österreicher betrifft? Nein? Ach so, könnte ich auch tun. Ja. Tu das für mich. Also man kann sagen, ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen suffisant, man kann sagen, Österreich hat in diesem Jahr den Anteil der Gewinnerplakate, glaube ich, um 200% gesteigert. Aber es sind dennoch 7 Arbeiten. Also das ist jetzt irgendwie immer noch nicht genug aus Österreich und wir bemühen uns so ein bisschen, dass die österreichischen Designer zu motivieren, sich stärker an diesem Wettbewerb zu beteiligen.
Ja, und das ist natürlich jetzt hier die beste Plattform dafür, denn das ist so prozentual auch ungefähr das, was eingereicht wird. Also es werden auch weniger Plakate aus Österreich eingereicht. Deswegen ist, man kann nicht sagen, es werden weniger ausgezeichnet, es werden auch weniger eingereicht. Deswegen ist der Prozentsatz eigentlich gar nicht überraschend. Also aber 7 Stück sind es. Ich glaube, 7 haben sie noch nie geschafft in der Zeit, wo ich den... Ich glaube, 15 Mal habe ich den Bewerb schon gemacht. Ich glaube, 5 Plakate war das Maximum. Ja, wahrscheinlich hatten sie Zeit und sind in sich gegangen. Mhm. Und es waren auch mehr Einreichungen. Das war schon sehr befriedigend, muss ich sagen. Und ja, auch wenn es jetzt noch... Es ist kein Länderkampf, es bleibt dabei. Gutes Design kennt keine Grenzen und deswegen bin ich immer froh, weil die Leute lieben es ja, in die Ausstellung zu gehen und man sieht, wie sie reagieren. Ja. Es ist für mich immer spannend. Das ist nicht nur ein Vorbeiwandern an einem Objekt, sondern das ist tatsächlich eine Auseinandersetzung. Man hört sie dann auch mit unterschiedlichen Meinungen dazu. Manche sind so irrsinnig platt, die anderen in die Tiefe gehend. Ne? Und heuer habe ich mich sehr gefreut, dass Lamm und Kirch es geschafft hat, diesen wunderbaren Katalog zu machen, wo tatsächlich zu jedem Plakat noch, wie soll ich sagen, eine Beschreibung dabei ist, ja? Wo sich wirklich Köpfe zusammengetan haben, Hirnschmalz, wie ich so schön sage, ja? Und tatsächlich über die einzelnen Plakate sich Gedanken gemacht haben. Jetzt ist es natürlich so, man sagt, ja, wie wirkt der Plakat? Ein Plakat, das muss ich in der Sekunde sehen und das muss Bang machen. Aber es ist ganz spannend dazu, noch einmal eine Geschichte zu hören. Und da muss ich wirklich gratulieren zu der Idee. Ich weiß nicht, ob es der Hermann Brechbühl war. Hermann Büchner war, entschuldige Hermann. Naja. Aber wie auch immer, von der Gestaltung her oder vom Inhalt her, ein wirklich toller Katalog, wo wirklich nichts mehr fehlt. Erich. Ja. Apropos Länderkampf, ich wollte sowieso an dich übergeben. Also natürlich, Peter, ist das kein Länderkampf, denn den wird sowieso die Schweiz immer gewinnen. Ja, seit kurzem ist die Schweiz immer mit 50% mindestens vertreten, genau. Aber eben, ist halt auch ein Plakatland, wo die Plakate halt immer noch schön gekleistert werden und nicht wie in Berlin an die Ecke gepappt. Ja, was soll ich auch ein bisschen erzählen, weil eigentlich könnte ich gerade noch ein bisschen ausholen, was du erzählt hast, wann der Verein gegründet wurde. Das ist tatsächlich auch, in der Zeit war ich in der Lehre bei Niklaus Troxler. Und Niklaus war ja eigentlich so ein bisschen die treibende Kraft dahinter, dass dieser Wettbewerb auch auf Österreich und die Schweiz ausgeweitet wurde. Und er hatte ja da gab es einen Schweizer Wettbewerb, den es dann eben nicht mehr gab. Und Niklaus hat eigentlich dadurch zu einem guten Ersatz gefunden. Und ich war, wie gesagt, in der Lehre und ja, deswegen kenne ich diesen Wettbewerb in- und auswendig und habe auch meine ersten Plakate schon während der Lehre schon eingegeben und war mit einem ersten Plakat 2001 schon mit dabei. Franz, möchtest du, du hast ein bisschen was vorbereitet, es geht ja auch um deine Arbeit, damit man ein bisschen was visualisieren kann. Könntest du was zeigen? Ja, das geht jetzt ein bisschen wahrscheinlich auch, genau, und danach zeigt Erich dann aber auch noch was. Ja. Und ich hatte mich auch gar nicht so lang, weil das geht jetzt so ein bisschen so auch an den Chat tatsächlich. Ich rufe nämlich gleich meine Website auf und ich habe jetzt sozusagen kein Portfolio vorbereitet. Portfolio-Präsentationen ist, finde ich, nicht so spannend heutzutage und schon gar nicht in Chats, sondern es gibt die Website und man
steht tatsächlich die Möglichkeit, in den Chat hinein eine Frage zu stellen zu einer bestimmten Arbeit. Oder wenn ihr eine bestimmte Arbeit sehen wollt, dann könnt ihr das an den Peter Klinger schreiben und dann zeige ich auch diese spezielle Arbeit. Ich weiß nicht, ob das so interaktiv funktioniert, aber wir können es ja mal versuchen. Was ich jetzt machen kann, ist den Bildschirm teilen und auf die Website gehen und von mir aus schon mal mit einer Arbeit anfangen, die auch von Peter Klinger eben schon angesprochen wurde, der Rias Kammerchor, als ich anhand der Arbeit zumindest schon mal ich ein gutes Intro geben kann, da hinein, dahingehend, wie ich arbeite. Genau, wir gehen hier auf die Website, das war Bildschirm completo. So, haben wir das. Genau, können wir oben ins Menü gehen, auf Work, dann kriegen wir die ganzen Arbeiten nach Aktualität gegliedert und hier wäre als Beispiel die kommende Kampagne für den Rias Kammerchor in Berlin. Der Rias Kammerchor ist ein A Cappella-Gesangschor, der sich neuer Musik widmet. Sehr anspruchsvoller Musik, die auch, aber auch in ich auch in Wien ganz oft gehört habe. Zum Beispiel Ligeti ist ja so ein wichtiger Komponist, der in Wien gelebt und aufgetreten ist. Mhm. Und derart wird dort interpretiert und wie gesagt als Chor. Und wir machen dafür die Plakate. Die Plakate sind immer interaktiv. Das heißt, wir erstellen eine Grafik, die wir aber von vornherein schon interaktiv erstellen. Also es gibt jetzt nicht ein Standbild, auf das hin wir dann eine Animation machen, sondern wir machen tatsächlich erst die Animation und dann fixieren wir aus dieser Animation heraus ein Sujet. Und hier zeige ich einige Beispiele. Das ist wirklich jetzt mal brandaktuell, ist im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres gelauncht worden und kommt auch sukzessive immer noch neuer hinzu. Ja. Ist es mit Augmented Reality auch erfahrbar oder rein nur jetzt im Sinne, wie wird die Animation verwendet? Das ist so, dass es mit einem Programm, das nennt sich Artivive, verwendet werden kann. Das ist eine App, die kann man sich aufs Handy laden. Viele, die 100 besten Plakate-Ausstellungen schon besucht haben in den letzten Jahren, haben diese App, weil wir die App immer zusätzlich mit diesem Artivive ausstatten, die Plakate. Und dann kann man halt auf seinem Handy dann, wenn man das auf das Plakat hält, sieht man die Bewegung. Mhm. Und im öffentlichen Raum ist es theoretisch dann auch möglich. Also wenn ich diese App habe, sehe das Plakat an der Wand, dann kann ich es draufhalten und dann bewegen die sich. Tatsächlich. Genau. Ich gehe auch ganz schnell durch, zeige noch zum Schluss, das ist nämlich wichtig, die Animation zu der Saison mit Sound, also mit Klang. Die möchte ich euch noch zeigen und dann könnte ich schon wieder rausgehen aus der ersten Arbeit. Und da gibt es ganz viele neue Medien dazu, es gibt Bücher, es gibt natürlich andere Medien, aber haben es jetzt ja heute auch das Plakat hier konzentriert. Es wurde nach dem Ü gefragt. Gut. Ja, eine ganz neue Arbeit. Mhm. Schöner Connex zu Erich Brechtel. Ja, eine Übernahme, feindliche Übernahme. Das Ü ist ein Plakat, was ursprünglich
für das Neubad in Luzern entstanden ist. Und da ist Erich so eine Art Spiritus Rector auch, wenn ich das nicht verstehe, für das grafische Wesen dort. Er hat am Anfang selber viele Plakate für das Neubad entwickelt, also ein Kulturveranstaltungsort, und dann ausgeweitet auf, glaube ich, auch den deutschsprachigen oder den internationalen Raum. Und es werden Gestalter eingeladen, Plakate zu gestalten zu bestimmten Wettbewerben. Das passiert alles pro bono, aber man kriegt, wenn man dann ein Plakat, man hat auch carte blanche, man kann machen, was man will. Das finde ich wunderbar für einen Grafikdesigner. Also es gibt keine Jury und es gibt auch keine Kritik. Man kann machen, was man will. Und wenn das Plakat dann gedruckt ist, kriegt man eine Essenskarte. Die sollten sich eigentlich bei dir langsam stapeln. Du müsstest mal wieder nach Luzern kommen. Eine Schublade voll Essens- und Trinkenkarten, und ich könnte alle hier am Chat beteiligend auf ein Glas Wein einladen. Ja, man muss dazu sagen, die meisten Gestalter, die fürs Neubad gestalten, sind natürlich aus Luzern, weil die halt wirklich so einen Bezug zu dem Ort haben. Und da macht es meistens Sinn. Aber irgendwie hat sich das komischerweise so international ausgeweitet. Und Fons macht ja gerade einige. Du hast ja schon einige gemacht dafür. Ja, einige. Findet man übrigens alle, die ganze Serie, mittlerweile glaube ich schon über 300 Plakate, findet man auf einem Tumblr, Neubad-Plakate. Mhm. Ganz schön, da mal durchzuscrollen. Alle nur schwarz-weiß, das ist eigentlich die einzige Vorgabe, die ich damals gemacht habe. Aber Fons konnte es nicht lassen und macht doch noch ein Gelb rein. Vielleicht, Erich, magst du noch was zu dieser Aktion sagen, weil das ja auch nochmal was Spezielles hier war. Genau, ja, da komme ich ja eigentlich auch noch dazu. Das Plakat habe ich auch noch drin. Das war jetzt eigentlich so eine kleine Aktion, die Ende Jahr geplant wurde, als er das Neubad wieder schließen musste und seitdem geschlossen ist. Und das Neubad ist halt wirklich stark halt auch auf Einnahmen durch das Bistro und durch die Veranstaltungen angewiesen. Ist nicht so stark subventioniert. Und deswegen hat dann die Leitung die Idee gehabt, dass man wirklich so einen Aufruf macht mittels Plakate. Ursprünglich waren so 6 Plakate geplant. Es wurden ein paar Leute aus dem Grafikpool angefragt, ein Plakat dafür zu machen. Ich war da auch dabei. Und der Slogan war halt einfach Neubad über Wasser halten. Dieser Bezug zum Wasser ist immer nicht wegen dem Namen, sondern wirklich das Neubad ist ein ehemaliges Schwimmbad. Das städtische Schwimmbad war das. Mhm. Und wirklich ein toller Ort. Und das ist eben, ja, das war eigentlich das ganze Briefing, dass man so Plakate macht. Und mittlerweile sind es, glaube ich, wurden jetzt irgendwie 24 Plakate gemacht, und ich habe jetzt gerade in der Zeitung gelesen, dass es schon ziemlich erfolgreich ist, dass die Leute halt die Plakate jetzt auch kaufen. Das ist, das ist wirklich, wirklich so, dass Neubad wirklich auf eine gute Art unterstützt. Ja. Und ja, das Gelbe wird wohl nicht in diesen Shop kommen, aber vielleicht bei Fons. Ich sehe gerade die Frage hier. Ja. Das Gelbe ist nicht in Luzern. Ich habe das so ein bisschen ausgeweitet, natürlich als Steilvorlage aus Luzern. Ich habe das ein bisschen auf die allgemeine Clubkultur übertragen. Das hängt jetzt auch in Berlin. Und weil das natürlich eine Situation ist, die natürlich Luzern trifft, aber die halt allgemein das Clubleben oder das Leben von Konzerten in ganz Europa, in der ganzen Welt betrifft. Ne? Überall sind halt die Orte, wo wir eigentlich Kultur erleben können, geschlossen. Das ist ein brisantes politisches Thema. Damit beschäftige ich mich natürlich auch als Kulturschaffender. Und das ist halt auch Teil, auch so zu betrachten, halt auch, dass dieses sagen wir, optimistische Poster auf einen etwas sehr pessimistischen Blick hat, weil es tatsächlich darauf hinweist, dass diese Orte, wo das jetzt hängt, dass man diese Orte nicht betreten kann. Und das ist natürlich wirklich, ein heißes Eisen, und darüber müssen wir natürlich sprechen. Peter, soll ich noch was weitermachen? Oder? Ja, ich bitte darum.
Ich könnte ja nochmal zum Erich überleiten. Man kann nämlich hier auf unserer Website schön alles eingeben, was einen interessiert. Und wenn ich Neubart eingebe, kommen die ganzen Neubart-Plakate. Es sind tatsächlich einige. Ja, es sind 12 jetzt. Aber du hast noch viel mehr gemacht. Ich glaube, ich habe noch ein paar mehr, aber nicht viel. Und was ich meistens mache, sind die Jazz-Plakate. Da sind mittlerweile schon auch ein paar zusammengekommen und das sind sehr, ja, hier, das hängt gerade in Wien hier auch, glaube ich. Ja, richtig. Kurz und Mittwoch. Genau. In einer Metaversion. Wenn man, zum Glück hat es hier eine Unterzahl, dann kann man auch lesen, was draufsteht. Mir ist bewusst, dass das ist sehr experimentelle Typografie. Also es ist handgemachte Typografie, die ich fürs Neubad mache. Und das ist alles, das ganze Neubad strahlt eigentlich Avantgarde aus in der Typografie und im Grafikdesign. Das finde ich ganz wunderbar. Deswegen bin ich total glücklich, eingeladen zu sein und Teil davon zu sein, von dieser Neubad-Aktion. Und das ist jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel, wo man es lesen kann, was ich aber nach wie vor auch schon 2, 3 Jahre alt, aber ein Beispiel hat, wie man da rangehen kann. Also sehr unbefangen, sehr experimentell. Eigentlich so ein Grundsatz in dem, was ich halt auch gerne mit Studierenden mache, zu sagen, jetzt werdet erstmal locker, macht euch mal frei von Auftraggebern und guckt mal, holt mal raus, was ihr im Kopf habt und im Herzen und versucht das zu visualisieren. Ja, du hast ja was für Wien jetzt auch gemacht, was ich weiß. Ja. Tom. Das wäre wahrscheinlich die Staatsoper. Genau. Also die Staatsoper kommt auch schon recht viel. Also Staatsoper Ballett gehört natürlich auch dazu. Es gibt ein neues Corporate Design für die Staatsoper. Fange ich damit mal kurz an. Das wären klassisches Corporate Design. Also was machen wir eigentlich hauptsächlich? Damit verdienen wir unser Geld. Klassisches Corporate Design, Gutachten, ja, Bücher, alles Mögliche, was man da braucht. Und natürlich auch Kataloge etc. Was aber interessant ist, glaube ich, jetzt auch in dem Zusammenhang der Plakate aus diesen Büchern generieren wir auch Plakate. Die sind jetzt noch nicht auf der Website, aber demnächst und demnächst auch möglicherweise im MAC nächstes Jahr. Mehr darf ich nicht. Mehr verrate ich nicht. Nein, darfst du nicht. Das sind halt Programmbücher für die Wiener Staatsoper. Bin auch total glücklich über diesen Job, weil ich ja mal in Wien unterrichtet habe und das ja mittlerweile schon mehr als 10 Jahre her ist. Und das sozusagen für mich, ich habe seitdem einen Koffer in Wien stehen und bin der Stadt wahnsinnig verbunden und freue mich jedes Mal total, wenn ich nach Wien kommen kann. Und das jetzt gibt es auch noch so einen beruflichen Grund für mich, wieder nach Wien zu reisen. Und da nutze ich wirklich jede Gelegenheit. Leider krätscht mir Corona so ein bisschen zwischen die Beine. Aber ansonsten ist es eine ganz wunderbare Aufgabe. Ein wunderbarer Intendant, der Bogdan Rosic an der Oper, mit dem wir toll zusammenarbeiten. Ja, es ist einfach eine Love Story mit Wien, die ich halt habe und die jetzt wieder ein bisschen aufflammt. Genau, das ist halt richtig, auch richtig Brot des Grafikdesigns, wo dann auch hart gearbeitet wird für Corporate Design Belange. Wiener Staatsballett dockt sich an. Und genau. Ja, und so weiter. Erich Brechbühl, wie hast du es mit der Religion? Erzähl du mal was. Mit der Religion? Was bewegt dich? Ach so. Ja, ich kann ja ein bisschen ausholen. Ich kann dann auch noch was zeigen. Wenn du von Religion hast, kann man bei mir beim Grafikdesign vielleicht schon fast von einer Religion sprechen. Ja. Weil ich mich halt wirklich tagtäglich auch in meiner Freizeit damit beschäftige. Und ich mache jetzt mal mein
Bildschirm schnell frei. Zack. Und zeige da nur kurz, wo ich mich aufhalte. Ich komme aus Luzern, das ist in der Mitte der Schweiz, eigentlich eine kleine Stadt, aber sehr touristisch, kommen halt viele Leute dahin. Und was man vielleicht schon ein bisschen raushören konnte, auch beim Neubad, es gibt wirklich eine tolle Grafikdesign-Szene und wir haben einen tollen Austausch. Hier habe ich mal versucht, alle Plakatgestalter, die man vielleicht auch kennen könnte, viele sind auch immer bei den 100 Besten mit dabei, auf diesem engen Raum eigentlich so viele Plakatgestalter finden zu können. Und das hat sich wirklich so in den letzten vielleicht ja, knapp 20 Jahren entwickelt oder ergeben. Die Leute sind auf einmal nicht mehr weggereist. Wir haben eine tolle Schule oder eigentlich zwei tolle Schulen, die Grafikdesign unterrichten. Aber zu meiner Zeit sind die Leute dann immer weg nach Zürich oder Berlin. Und das ist wirklich eine tolle Situation auch, wenn man auf die Straße geht, kann man halt die Leute auch sehen und treffen und spricht über Grafik. Und aus diesem Zusammenhang ist dann auch unser Grafikdesign-Festival Weltformat entstanden. Das ist jetzt gerade das aktuelle Plakat von letztem Jahr. Das hat Rosemarie Tissi gestaltet. Die animierte Version ist es jetzt. Und das findet einmal im Jahr statt, seit 2009. Und das ist wirklich so im Kern eigentlich aus dieser Grafikszene entstanden. Und hier noch ein paar Einblicke von Ausstellungen, die wir hatten in den letzten Jahren. Hat viele Plakatausstellungen, aber auch Bücher. Das war so eine chinesische Buchausstellung. Es gibt Performances. Der Rodina war hier. Es gibt Talks. Es gibt Workshops. Und eben auch, was eigentlich der Grund auch ist fast für das Festival, ist die 100 beste Plakate-Ausstellung. Die wurde schon bevor es das Festival gab, wurde die schon in Luzern gezeigt. Und eigentlich ist wirklich um die 100 beste Plakate-Ausstellung das Weltformat-Festival entstanden, weil wir damals das Gefühl hatten, es ist zwar eine tolle Ausstellung, aber es zeigt halt wirklich immer nur aktuelles Plakat schaffen aus dem deutschsprachigen Raum. Wir wollten halt auch Ausstellungen zeigen, die ein bisschen über diese Region ausgeht und eben auch historische Ausstellungen zeigen können. Und ja, das ist so dieser kleine Hintergrund. Ich beschäftige mich ziemlich intensiv auch mit diesem Festival. Mittlerweile haben wir wirklich so gegen die 10 Ausstellungen jedes Jahr. Und aber halt auch ein tolles Team. Eigentlich die meisten arbeiten da ehrenamtlich. Die meisten sind natürlich auch Grafikdesigner. Und ja, wir sind immer froh um Hilfe natürlich. Aber das macht es auch genau aus, finde ich, dass da eben die Leute sich nicht, ja, die Leute halt wirklich aus purer Leidenschaft sich da engagieren. Ja, ich glaube, ich wollte jetzt nicht reinreden, aber ich glaube auch, dass dein Zugang zum Plakat ganz spezieller ist. Also bei mir macht es immer, also ich mache für jedes Jahr eigentlich einen Guide für die Guides, ja, damit die, wenn sie 100 Beste führen, nicht das Wort schön, das ist auch lieb, sondern dass sie ein bisschen was dazu bekommen, ein bisschen Etzes. Vielleicht auch die regionalen alemannischen Unterschiede, also die in der Schweiz, zum Beispiel die Sennentunci, dass ich denen schon ein bisschen was mitgib, auch damit man es leichter auch versteht. Weil das Verständnis ist, gerade beim Sennentunci, ist es so eindeutig, wenn es so manifest ist, wie in der alemannischen Kultur. Ja, Vorarlberger kann mit dem Sennentunci. Ja, Sennentunci. Hier sieht man es gerade. Ja, kann damit nichts, nicht recht viel anfangen. Und wer die Geschichte kennt, trinkt. Wer die Geschichte kennt, der
kommt sofort drauf, was du meinst. Ne? Und das ist auch bei deinen anderen Plakaten, egal ob das jetzt dieser aufgeblasene Schwimmkörper ist oder was auch immer, hast du diese Dinge, dann schaust du die vorher an oder wie bereitest du dich vor, dass du dann so den Nagel auf den Kopf triffst? Ja, das ist vielleicht genau der Punkt, irgendwie, wie ich das auch so ein bisschen, wie mir das mitgegeben wurde. Ich eben wie vorher erwähnt, habe ich ja bei Niklaus Troxler die Lehre gemacht und Niklaus ist so ein extrem undogmatischer, war so ein sehr undogmatischer Lehrmeister. Am Anfang hatte ich natürlich ziemlich Mühe damit, weil er hat mir nicht gesagt, wie man jetzt was Gutes macht oder so. Es war halt immer der Prozess und daran arbeiten. Aber letztendlich verdanke ich ihm natürlich genau auch meine Haltung, die ich heute noch habe, dass man halt sich in ein Projekt reingibt und daraus eigentlich etwas herausschält, was halt genau dafür stimmt. Und ja, gerade bei Theaterplakaten mache ich viele. Ich habe jetzt eben diese 26 Plakate habe ich hier zusammengestellt, die bei den 100 Besten waren. Man sieht hier schon meine frühen Anfänge, 2001 links mit dem Eulenspiegel. Da war ich wirklich noch in der Lehre bei Niklaus. Theatersport war, glaube ich, auch noch in dieser Zeit. Und ja, dann macht es doch ein paar Sprünge. So ganz jedes Jahr war ich, glaube ich, nicht dabei am Anfang. aber man sieht eigentlich so ein bisschen auch meinen Werdegang hier. Die Plakate sind immer, ich versuche eigentlich immer sehr, sehr individuell die Plakate zu gestalten und wirklich auf den Inhalt einzugehen. Hier die Arabische Nacht auf der rechten Seite, da geht es wirklich darum, das sind so kleine Geschichten, die an Tausend und eine Nacht ein bisschen anlehnen, aber die spielen alle in einem Mehrfamiliengebäude oder so einem Haushalt. Ja. Und da halt immer dieser Bezug und den Schwimmflügel, den du erwähnt hast. Ja. Da muss man natürlich auch eben, ich versuche immer eigentlich ein bisschen damit zu spielen, dass man einerseits ein tolles Plakat hinkriegt, dass die Leute schauen. Aber es ist eigentlich immer noch schön, wenn so ein kleines Fragezeichen übrig bleibt, weil jetzt gerade dieses Between Me and Tomorrow, das löst sich dann natürlich dann erst auf, wenn man wirklich das Theaterstück dann auch sieht. Darin geht es um Jugendliche, die erwachsen werden. Und das ganze Setup ist in einem Freibad. Und da deswegen habe ich hier das Bild eines Schwimmflügels genommen, der halt Luft verliert. Und wenn der Luft verliert, sind die Kinder sind dann auf sich allein gestellt und sind erwachsen. Und das weiß man natürlich nicht, wenn man das Plakat sieht, aber ich finde es immer schön, wenn eben das noch mitschwingt. Und da muss ich auch zugeben, sonst würde ich gar nie auf eine Idee kommen. Ich muss mich irgendwie mit dem Inhalt beschäftigen, damit überhaupt etwas entstehen kann. Ja. Hier schon mein erstes Neubad-Plakat. Das war die Eröffnung 2013. Schwarz-Weiß mit dem Startblock, von dem man auch im Hallenbad da sehen kann. Was man vielleicht auch ein bisschen sehen kann in der Entwicklung der Plakate, ist natürlich auch, dass ich nicht versuche, mich selbst einzuschränken visuell. Ich lerne mir immer wieder neue Tools an. Hier das Sommernachtsraum zum Beispiel war mein erstes Plakat, das ich mit Cinema 4D gemacht habe. Noch mehr Cinema 4D. ja, das waren so die Plakate aus den letzten Jahren, die bei den 100 Besten dabei waren. Ganz viel Cinema 4D war es vor 2 Jahren. Und eben jetzt dieses Jahr oder das letzte Jahr, was jetzt bei euch gezeigt wurde, ist wieder mehr mit Illustrator entstanden,
aber macht eigentlich genau gleich Spaß. Ich merke dann auch immer wieder, dass ich mich nicht zu fest auf eine Technik einschränken sollte und versuche mich dann irgendwie durch den Inhalt oder was ich gerade Lust drauf habe, wieder was Neues auszuprobieren. Und jetzt kommt Genau das diese zwei Plakate waren ja quasi prädestiniert für eine Animation. Genau. Die habe ich jetzt hier nicht mehr. Ah, Moment. Ich könnte sonst schnell von meiner Website habe ich dich auch noch. Hier gibt es natürlich eine ganz schöne Animation, die sehr psychedelisch anmutet. No Twist ist eine deutsche Indie-Band, gell? Ja, genau. Wirklich eine meiner Lieblingsbands. Und die haben da tatsächlich im Neubad gespielt. Und da habe ich mich natürlich vorgedrängt und wollte das Plakat dann natürlich selber machen. Das hätte ich auch gern gemacht. Das sind wirklich Ja. ganz, ganz sympathische, tolle Jungs, die Ja, wirklich sehr absolut. Leute. Es war wirklich ein fantastisches Konzert. Vermisse ich schon ein bisschen jetzt die konzertlose Zeit. Und beim Perplex habe ich es dann ein bisschen dezenter animiert. Das wirklich hat dieser Farbverlauf und da habe ich mich entschieden, dass ich dann wirklich nur den Verlauf animiere und möglichst langsam, damit man eigentlich bei jedem Blick wieder ein bisschen perplex wird und eigentlich nicht genau versteht, was da passiert. Das heißt, du bekommst vom Artify5 dann die Tools, das auch zu animieren und Nee, das sind einfach Videos, die ich mache und die kann man dann auch bei Artivive hochladen. Okay. Und das Triggerbild, das erkannt werden muss. So läuft das eigentlich. Das erkennt eigentlich das Plakat und weiß dann, welches Video es abspielen muss. Das ist jetzt eigentlich fast so die banalste Art von Augmented Reality. Es gibt natürlich auch ganz andere Spielereien, die wirklich so mit dreidimensionalen Geschichten Ja. spielen, aber da habe ich nur mal grob was ausprobiert. Da bin ich jetzt noch nicht so weit. Und ich muss natürlich auch sagen, die animierten Versionen sind eigentlich auch immer nur sind eigentlich immer nur die so ein Nebeneffekt oder ein Nebenprojekt, das ich eigentlich mache. Jetzt gerade bei No Twist, das war lustig. Da hatte ich, als ich es gemacht habe, war das so kompliziert zu machen, dass ich da eigentlich während dem Prozess das Gefühl hatte, das werde ich sicher nicht animieren. Und dann auf einmal kam mir dann doch eine Idee, wie man das animieren könnte. Und dann ging es dann ziemlich schnell, aber es war halt nicht animiert geplant. Und das finde ich eigentlich immer am schönsten, wenn sich sowas einfach ja, irgendwie ergibt. Aber wie siehst du das? Siehst du das eher als, wie soll ich sagen, als zusätzliches Metaebene? Von Information, dieses animierte Plakat, oder siehst du da schon mehr drinnen? Ja, für mich ist es momentan schon tendenziell eher eine Spielerei, aber es interessiert mich eigentlich total, was damit möglich ist. Ich habe aber auch schon mit Bettina Richter darüber gesprochen, die ist die Kuratorin der Plakatsammlung Zürich. Und sie hatte eigentlich auch noch einen guten Punkt, weil die haben wirklich auch noch mal kürzlich ein kleines Buch rausgegeben über Bewegung im Plakat, aber natürlich im gedruckten Plakat. Und eigentlich finde ich Ihren Punkt ganz interessant, weil das Schöne am Plakatdesign ist ja eigentlich, oder überhaupt im Grafikdesign, dass man eben Bewegung auch simulieren kann. Oder man kann eine Bewegung erstellen. Und jetzt gerade auch finde ich, dass das No-Twist-Plakat, das hat ja schon dieses Op-Art, das bewegt sich ja eigentlich schon durch dieses Schwarz-Weiß. Und was natürlich passieren kann, finde ich, dass die jungen Studis, dass die halt einfach dann lazy werden und das Gefühl haben, ah, ich kann sie animieren, dann wird es sowieso gesehen. Und eigentlich ist immer noch die Königsdisziplin, ein gutes Plakat zu gestalten, das halt einfach auch ohne Bewegung auskommt. Deswegen denke ich, ist bei mir auch immer noch ja, die Bewegung eher das Nebensächliche. Aber Sonst, du animierst ja auch. Ja, bin da auch ambivalent. Das habe ich jetzt ein bisschen beim Erich auch rausgehört. War ganz interessant zu hören, diese Ambivalenz, weil wir natürlich
klar historisch aus einer Situation kommen, wo wir erstmal das fixe Plakat entworfen haben. Mittlerweile ist das animierte Plakat für mich ein bisschen auch wie täglich Brot. Das gehört so dazu. Das denke ich oft mit. Also ich denke die Bewegung beim Gestalten schon hinein, sofern das Sinn macht, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, es gibt durchaus auch Situationen oder durchaus auch Plakate, wo ich auch von Animation auch abrate, weil da die Animation keinen Mehrwert bietet. Mhm. Und das ist, finde ich, auch wichtig. Also Erich, weil du angesprochen hast, Studierende, wenn man über das animierte Plakat spricht, ich finde, die Animation ist halt dann relevant, wenn es mir einen Mehrwert an Informationen gibt oder an Gestaltungsästhetik oder so weiter und so weiter. Und wenn das nicht so ist, dann ist es, find ich es eigentlich fast eher störend. Also ne, wir haben die Situation, dass wir überall beflutet werden, im Alltag beflutet werden von Bildern und auch von bewegten Bildern. Und es ist auch eine Belästigung, von bewegten Bildern überflutet zu werden. Das sage ich ganz ehrlich, weil wir auch Teil sozusagen so dieses Staus sind, über den ich mich jetzt beklage in dem Falle. Und deswegen finde ich, man sollte das tatsächlich auch mit Bedacht machen, die Animation. Wie man auch nachhaltig denkt und agiert heutzutage, ist das in der Gestaltung eigentlich auch wichtig, dass wir immer mit Bedacht das tun, was wir tun. Animation dann, wenn es Sinn macht, und wenn sie keinen Sinn macht, dann einfach bleiben lassen. Ja, gerade so diese flashigen GIF-Animationen, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und die hätten sich ja nie wirklich durchsetzen können im Außenraum, oder? Weil das wäre ja auch gar nie bewilligt worden. Weil es eben gerade eben die Leute stört, plus den Verkehr sowieso. Und ich finde das eigentlich extrem spannend. Jetzt gerade, ich habe zwei Plakate gemacht, die wirklich dann auch im Außenaushang sichtbar waren für den Innerschweizer Filmpreis. Und die machen eigentlich genau das Gegenteil, finde ich. Und genau deswegen, finde ich, fallen sie halt auch auf. Ich kann es gerade kurz zeigen. Das eine war vor 2 Jahren. Hier sieht man es noch ganz schön im Außenraum. Und das ist wirklich nur so eine einfache Bewegung des Lichts. Ja, wunderbar. Ja, schön. Und das Neue, das war jetzt dieses Jahr, das ist noch fast dezenter. Aber es hat so eine Eleganz dann ausgestrahlt. Wirklich weiß auf weiß. Und ich fand das eigentlich total spannend, und der Kunde hat das auch zugelassen. Das braucht man dann auch immer, dass es Kunden gibt, die das dann auch verstehen und das eben auch als das Richtige empfinden. Ja, da bleibe ich aber auch stehen, ja, bei sowas. Ja, eben. Geht bevor, eben die Information, bevor ich die Information nicht habe. Das ist oftmals eine Frage ist, es war zuerst die Rede von Cinema 4D, Illustrator, Gestalten von Plakaten. Welche Software bevorzugt ihr für die Animation? Ja, Cinema 4D ist ziemlich eingeschlagen, glaube ich, bei uns in der Szene. Zumindest kann ich das sagen. Wird es bei Luzern, glaube ich, nicht anders. Und ich finde aber auch interessant gerade noch den Punkt, weil du gerade sagtest, der Kunde, der wollte das dann, beziehungsweise fand das dann gut. Es impliziert nämlich, dass man es erstmal selber macht und dann erst vorstellt und dann das Feedback kommt. Das ist ein bisschen, es hat sich ein bisschen was gedreht tatsächlich im Kunden, also im Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Das ist nämlich bei uns auch so. Die Animation für das RIAS Kammerchor, diese Cinema Animation und dann die Videos daraus, das hätte sich der RIAS Kammerchor doch niemals vorgestellt. So. Das haben wir halt gemacht, weil wir es halt aus künstlerischem Interesse haben wir das gemacht und haben halt experimentiert mit diesem Programm und wie man Form und Farbe halt in Bewegung bringt, weil wir es ja hier mit Musik zu tun haben. Fanden wir es sehr angemessen, die Plakate zu animieren und die Sujets, weil Musik etwas Lebhaftes ist und wie und da für uns eigentlich dass die Grafik immer zu starr war. Und das haben wir wiederum dann dem Kunden gezeigt. Und er hat gesagt, oh, was ist das denn? Also völlig
überrascht und auch im ersten Augenblick dort auch etwas überfordert. Und dann mit etwas Gewöhnung, mit etwas Verzögerung dann auch erst reagiert darauf und gesagt irgendwie, okay, ja, lasst uns diesen Weg gehen, weil da ja auch viele Möglichkeiten drinstecken, auch Musik zu integrieren, also auch Ton also zu integrieren in diese grafische Arbeit. Ja, da hat sich sicher einiges getan. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt immer Cinema 4D verwende für die Animation, weil eigentlich kommt es halt wirklich auf das Sujet an. Ich habe jetzt gerade die beiden letzten Beispiele, No Twist und Perplex, die sind ganz, ganz simpel animiert. Gerade No Twist ist wirklich so banalste Frame-by-Frame-Animation aus dem Illustrator. Habe ich einfach so 10 Frames gemacht, wo sich dieses Ding dreht. Und das war es dann eigentlich schon. Und bei Perplex war es wirklich einfach immer After Effects, dieser Verlauf, der da durchläuft. Das muss man dann eigentlich auch immer wissen, finde ich, bevor man sich auf ein Programm festschießt, was eignet sich dafür, was man eigentlich vorhat. Auf jeden aber, Fall. Aber ich muss nicht zugehen, gerade Cinema 4D ist sehr, sehr, eigentlich bin ich wahrscheinlich durch Cinema 4D zum bewegten Plakat gekommen, weil es da so einfach ist, etwas Bestehendes noch zu animieren. Das ist tatsächlich so. Man müsste halt schaffen, ohne sich ein extra Programm runterzuladen. Man müsste wirklich über Augmented Reality, so wie ich heute einen QR-Code einfach einlesen kann und ich komme automatisch auf die Seite, einfach nur übers Handy drüber fahren und das Ganze wird animiert, beziehungsweise du hast ja auch die Möglichkeit, dann andere Informationen einzuspielen, ne, die jetzt am Plakat nicht sind. Und darauf zielt auch eine Frage ab. Ist euch das Visuelle wichtiger als die Information? Fragezeichen. Falls ja, wie schafft ihr es, die Auftraggeber davon zu überzeugen, dass nicht gerade das Logo immer größer wird? Ich glaube, das ist das Problem all jener, die nicht in der Werbung. Ja, also, wenn man in der Werbung arbeitet, hat man, glaube ich, damit täglich die Probleme zu lösen, weil da gibt es ja von Kontakter, also bei euch ist ja, ihr seid eure eigenen Kontakte, ihr seid Grafiker, ihr seid die Denker, ihr seid die Entwerfer, vermute ich mal. Ich glaube, in diese Richtung zielt diese Frage, ob euch visuelle Information oder das Visuelle wichtiger ist als die Information selber. Also mir ist das Visuelle nicht wichtiger als die Information. Ich habe ja eben am Beispiel der 100 Besten gesagt, dass ich finde, dass das im Wechselspiel steht und dass halt dann eine Arbeit wirklich gelungen ist, wenn das Inhaltliche mit dem Visuellen zusammentrifft oder wenn das eine Art Gleichwertung erfährt. Ja, und wenn auch die Ästhetik auf den Inhalt referiert, weil was ist Ästhetik ohne Inhalt? Das ist einfach auch nur Show. Mhm. Genauso wie der Inhalt die Ästhetik braucht, um zu wirken. Ne? Also es bedingt sich total. Ich finde irgendwie, es ist kein Gegensatzpaar, sondern ist ein Paar, was zusammengehört. Inhalt und Ästhetik. Und was halt das betrifft, die Frage, die ich oft höre, wie überzeugt ihr Kunden, beziehungsweise wie führt man da eine Diskussion, habe ich auch mindestens 2 Antworten drauf. Die erste Antwort ist, Gleichberechtigung ist oder Augenhöhe oder Respekt ist total wichtiges Wort in dem Zusammenhang. Das heißt irgendwie, ja, ihr seid ja jetzt, wenn es jetzt hier Grafiker gefragt haben, ihr seid ja Fachleute für das, was ihr tut. Das heißt, der Auftraggeber will euch ja als Fachmensch und deswegen, weil ihr halt viel wisst, weil ihr halt das studiert habt, etc. Das heißt, eure Expertise ist erstmal gefragt und die müsst ihr auch gar nicht, da muss man auch gar keine Scheu haben. Ne? Da kann man sehr, sehr selbstbewusst mit umgehen. Und das andere ist, es gibt halt für Informationshierarchien ganz klare Regeln. Wie groß ein Logo sein muss, wie groß eine Headline ist und wie groß eine Subhead ist, etc. Ja. Dafür gibt es Parameter. Und wenn du halt jemanden hast, der sagt, ich möchte das groß, das groß, das groß, also 3 Sachen groß, dann funktioniert es nicht, weil es sich gegenseitig halt konkurriert. Und das sind halt Wahrnehmungsparameter, die man durchaus mit ganz klaren Argumenten halt auch vorbringen kann. Und da überzeugt man eigentlich meistens. Aber da muss ich natürlich auch noch anfügen, ich verstehe auch die Frage so eigentlich, weil letztendlich, wenn man, wenn,
muss ich vielleicht schon sagen, das Visuelle ist mir vielleicht schon noch nicht wichtiger, aber es steht an erster Stelle, weil wenn ich etwas kreiere, das den Blick nicht darauf lenkt, dann muss man es gar nicht erst machen. Und ich finde, ein gutes Plakat muss natürlich zuerst auch einfach mal auf irgendeine Art auffallen und einen neugierig machen, diese Information dann auch zu lesen. Sonst ist es eigentlich ja, umsonst. Das stimmt natürlich. Wir haben noch circa 4 Minuten. Die Fragen sind mal okay. Ich stelle mir gerade auch einen relativen. Okay, egal. Ich wollte noch, ja, zu euren Vorbildern, ganz einfach. Das Plakatdesign hat seine Geschichte. Ihr habt schon, also wir in MAG haben schon einige Plakatausstellungen gemacht, nicht nur die 100 Besten, sondern auch zur Geschichte des Plakats. Wir haben von Julius Klinger angefangen, bis Josef Binder hinauf, auch die Zeitgenossen. Die erzählen eine schöne Geschichte, einen schönen Faden. Wer hat euch eigentlich beeinflusst oder seid ihr völlig unbeeinflusst ins Leben geworfen und Erich, du darfst jetzt nicht Niklas sagen. Ja, aber es ist halt Ja? so. Nee, es ist halt so. Weil letztendlich, ich überlege mir das auch immer Okay. wieder, aber ich bin nicht, ich beschäftige mich sehr stark auch immer wieder mit der Geschichte der Grafik und ich finde ein paar Leute toll. Aber letztendlich, wenn man zurückschaut, muss man sagen, durch Niklas habe ich eben genau diese Haltung entwickeln können. Und ich denke, bei anderen Lehrern hätte man wahrscheinlich eher vielleicht eine formale Herangehensweise gelernt. Da höre ich immer wieder Geschichten von Leuten, die halt sehr streng und sehr didaktisch das beibringen. Und ich glaube jetzt, um längerfristig Spaß an der Arbeit zu haben, bin ich schon sehr froh, dass ich bei Niklas gelandet bin. Ja, aber beim Niklas seine Plakaten, also er findet sich ja jedes Jahr neu, ja, in seinen Ideen. Was kommt er jetzt? Ein Plakat, jetzt macht er Alt-Büron, ne, die Plakate für das Jazzfest und macht ein Siebdruckplakat, wo man glaubt, er hat es mit Crepe die Buchstaben gemacht, ja. Herrlich, ich bin hingegangen. Und selbst wenn du neu hingehst, ja, immer wieder was Neues. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein gutes Beispiel ist für einen, der in alle Richtungen denkt, arbeitet und wahrscheinlich für die Lösung gar nicht so lang braucht. Ja, das Schöne ist halt wirklich, seine Arbeiten sind halt wirklich sehr radikal. Eben, und das versuche ich eigentlich auch immer wieder bei meiner Arbeit selbst auch umzusetzen. Letztendlich braucht man eine Idee und alles andere soll sich dieser Idee unterordnen. Und so kann man eigentlich diese Idee zum Fliegen bringen und auch stärker sichtbar machen. Und sobald man natürlich noch zusätzliche Elemente und, okay, momentan ist gerade das noch im Trend, da muss ich auch noch draufpappen. Solange man so denkt, denke ich nicht, dass man zu einem guten Resultat kommt. Niklas Troxler. Ja, Troxler. ich glaube, er hat mal zu mir Klaus. gesagt, für ein gutes Plakat brauchst du eine Stunde. Hat Niklas gesagt. Ja. Wirklich? Ja. Ja, wenn man die Idee hat. Nee, Ja, aber nee, das naja. würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil wenn man eine Idee hat und man muss zuerst mal lernen, ich denke gerade an mein Schwimmflügelplakat, Ja. da hatte ich die Idee schon früh, aber letztendlich Ja. musste ich dann Stunden investieren in verschiedene Tutorials, wie ich das jetzt formal umsetzen kann, dass das funktioniert. Ja, Aber man muss einfach dranbleiben, glaube die ich. Geschwindigkeit super. Und es ist auf jeden Fall, weil ich glaube, auch die Frage auch manchmal gestellt kriegt, wie kommt man denn in so einen kreativen Prozess eigentlich hinein? Und da ist so eine sportliche Haltung auch ganz gut. Ich meine, das ist jetzt wenn Niklas sagt, eine Stunde für ein Plakat, das ist natürlich sehr sportlich. Das schafft man selten. Aber man kann es tatsächlich schaffen. Ne, ist wirklich wahr. Und dann gibt aber eine schöne Übung, die wäre, eine Woche lang jeden Tag ein Plakat zu machen, zum Beispiel. Da kommt man schon ordentlich in Schwung.
und auch sich die Herausforderung zu stellen, dass diese Plakate auch immer neu sind und anders sind. Und da kommt man schon ordentlich in Bewegung, und das ist einfach ein ziemlich gutes Training. Und man ist tatsächlich, es ist tatsächlich im Grafikdesign, wie auch, sagen wir mal, ich sag mal so, in den Künsten, ist es tatsächlich da auch eine Parallele zum Sport. Denn ein Muskel, den du nicht trainierst, der ist auch nicht trainiert. Und wenn du halt die Künste nicht trainierst, die halt deine sind, dann werden die auch nicht austrainiert, beziehungsweise dann bilden die sich nicht fort. Das heißt, muss halt mit sehr viel Energie daran, mit Leidenschaft ran und dranbleiben. Aber so verstehe ich auch dein Engagement beim Neubad, oder? Verstehe ich das richtig? Weil ich sehe das bei vielen Leuten, die fürs Neubad arbeiten, die machen halt da wirklich ihre radikalsten Arbeiten, weil sie es halt können. Und ich glaube, genau das bringt einen weiter dann. Eben, man kann ausprobieren und sieht dann auch, ob es funktioniert. Und ich hab auch so ein Projekt, das ich seit 1997 schon mache. Und das ist eigentlich ein Plakat pro Monat für so einen kleinen Kulturkeller. Im Stei heißt der. Und da mache ich eigentlich, da habe ich jetzt gerade mein 240. Plakat gemacht. Und das sind halt wirklich auch ganz viele schnelle Entwürfe dabei. Da muss ich auch sagen, das mache ich halt nebenbei, das sind so ehrenamtliche Sachen. Aber da habe ich total viel ausprobieren können, dass ich wahrscheinlich sonst in einem Kundenverhältnis wahrscheinlich gar nie gemacht hätte oder mich gar nicht getraut hätte. Und das hilft tatsächlich enorm, einfach so diesen Druck zu nehmen. Das haben viele Plakatgestalter, ne, das du gerade beschrieben hast. Im Scheid ist das, glaube ich, bei dir. Ich habe das auch, hier ist das mal das Labor für soziale Ästhetik, das war in Düsseldorf. Und das ist aber gewandert mittlerweile in München. Und ich auch mit dem Kurator arbeite ich auch seit 15 Jahren zusammen und mache für den Plakate. Es sind auch schon, also nicht 200 entstanden, aber sicherlich 100. Und Niklas hatte das mit seinem Jazzfestival. Und so haben viele das halt mit einer bestimmten Organisation, oder Amnesty war mal jahrelang so ein Sparingspartner von uns, Amnesty International. Und das kann ich auch jedem Studierenden empfehlen, sich halt am besten, sagen wir, jemanden zu suchen, mit dem man halt Dinge entwickeln kann und wo man dann auch über Jahre eigentlich auch so zusammenarbeitet und auch sich da auch alle Freiheiten gibt. Denn das hält auch... Der ist halt frisch, fit und neugierig. Ich habe hier eine Frage stehen, die jeden Rahmen sprengt. Gibt es unterschiedliche Plakatstile zwischen den drei Ländern? Danke. Oh. Ja. Ja, dann, aber die Frage ging an dich, Peter, ne? Oh. Natürlich gibt es Unterschiede. Damit habe ich es eigentlich schon beantwortet, aber ich bin nicht ins Detail gegangen. Ja, aber ich glaube, die Unterschiede sind nicht mehr so groß wie auch schon, würde ich jetzt dazu sagen. Weil wenn man eben an Schweizer Grafik denkt, denkt man so an die 50er, 60er Jahre, und ja, das ist dann dieser internationale Stil geworden. Aber was ich eigentlich beobachten kann, ist eigentlich eher so eine Tendenz zum globalen Grafikdesign-Stil, weil halt auch die immer noch Online-Medien das halt stark pushen. Jeder inspiriert sich von jedem und hat vielleicht dann schon seinen eigenen kulturellen Background und macht dann wieder was Neues raus. Aber ich glaub, das ist eigentlich genau eine spannende Zeit. Dass man gar nicht mehr so in Grenzen denken muss und sich auch nicht in Grenzen inspirieren muss. Hickmann lernt in Wien, Troxler in Deutschland. Also es kommt schon zu einer gewissen, zum gegenseitigen Befruchten. Ist nicht uninteressant. Nur, was auf alle Fälle, Stil hin oder her, gleich bleibt, österreichische Plakate kommen im A1-Format maximal raus. Weil in Österreich... Nicht unbedingt. Bitte? Nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt. Nein, ich meine jetzt die wirklich guten Entwürfe, jetzt nicht die, wo Kultureinrichtungen sich diese Schinken wirklich leisten können,
sondern gute Plakate. Und bei, in der Schweiz, da ist es dieser Zentimeter, der die Schweiz zum, zur Welt macht. Zum, das ist eben die, ja, aber das da, dazu muss ich aber sagen, die guten Plakate findet man gerade in Luzern, vielleicht in Zürich ist es ein bisschen größer, aber in Luzern findet man die auf A3-Format. Und viele würden jetzt sagen, A3 ist ja gar kein Plakat mehr. Doch, kommt mal nach Luzern, da gibt es die Kultursäulen, diese Plakatsäulen. Und die sind eigentlich nur mit A3-Plakaten vollgekleistert. Okay. Sie werden auf jedem Wettbewerb der Welt in Weltformat Ja, die Neubad-Plakate hängen ja vor dem Neubad auch tatsächlich im Weltformat. Deswegen ist es legitim. Ja. Und, aber jetzt gerade die, die spannenden Plakate oder auch die schnellen, jetzt gerade meine Steilplakate, ja. Die gibt es nur in A3. Aber dafür kann ich sie selber ausdrucken. Das ist auch so eine ganz gute Sache eigentlich, so eine Demokratisierung des Plakats, dass man, es gibt da diese Interessensgemeinschaft Kultur, wo man seine Plakate vorbeibringen kann und die werden dann ausgehängt, wenn man da Mitglied ist. Und eben wenn sie A3 sind, kann man die auch selbst ausdrucken. Und ich glaube, das hilft auch schon. Und Vorbilder. Ich habe ja bei Uwe Lösch studiert oder den so gestreift. Und auch sehr, ich schätze den auch unheimlich, gerade als intellektuellen Plakatgestalter, der sehr viel Wert auf Inhalt legt und natürlich auch ein toller Gestalter ist, aber wo ich mal sagen würde, da ist der Inhalt wichtiger als die Form, was ich sehr schätze. Der hat zu dem Thema Größe eines Plakates mal gesagt, ein gutes Plakat funktioniert auch als Briefmarke. Ja, das ist genau der Punkt. Ich merke das auch, wenn ich ein Plakat im Weltformat denke, und merke dann, die müssen in Luzern noch an die Kultursäule und skaliere die auf A3, dann funktioniert das meistens nicht so gut, wie wenn ich ein Plakat A3 denke und dann halt noch ins Weltformat vergrößere. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich der Fall. Ja, aber wie gesagt, auch Museumsquartier hängen größere Formate, ich glaube A0. Und in der Stadt gibt es viele Litfaßsäulen, in Wien zumindest. Ich weiß nicht, wie es sonst überall ist in Österreich, in Salzburg glaube ich auch. Und das ist schon wichtig. Und es lohnt auch immer wieder mal mit dem Auftraggeber da in Diskussion zu treten, ob das Sinn macht. Was macht ein Plakat noch Sinn oder nicht? Ich meine, diese Frage müssen wir sowieso uns ständig stellen. Die kriegen wir ständig gestellt, auch als 100 beste Plakate. Gibt es das? Ist das nicht schon lange tot? Genau, das Gegenteil ist der Fall. Das Plakat lebt wie Dolle und zwar nicht als Zombie, sondern als total virales, vitales Medium, wie kaum ein anderes. Erlebt eigentlich jährlich eine Renaissance. Also das ist alles Quatsch vom Dahinsiechen von diesem Medium. Ja, das kriege ich auch so mit immer wieder, aber das Plakat ist es nicht angesichts und so weiter sozialer Medien. Das Plakat wird überleben und wird überhaupt kein Problem haben. Das Plakat hat auch das statische Moment, was mich dazu anregt, einfach hinzuschauen, hinzugucken. Für mich sind es immer Terminkalender. Was wollte ich noch sehen? Was wollte ich erfahren? Und wenn die dann in ein Stylesheet reingepresst werden, ja, also da ist Logo, da hast du die Leiste, die Sponsorenleiste und so weiter, finde ich das nicht so toll, aber das. Wie gesagt, Kulturschaffende sind ja meistens. Und auch Leute, die halt Poster halt einen Auftrag geben, lassen sich überzeugen. Ne, das ist jetzt, ich finde auch so ein Logo-Friedhof, den du angedeutet hast, das ist natürlich die Hölle. Und deswegen heißt ja auch Logo-Friedhof. Und deswegen muss man natürlich auch versuchen, das auszureden. Und das kann man, das gelingt auch, wenn man halt gute Argumente vorbringt und auch souverän daran geht und sagt, ich habe eine bessere Lösung, die tatsächlich auch stärker wirkt, weil ich halt einen stärkeren Fokus legen kann auf das Wesentliche. Ja, und fragt euch doch, was ist das Signifikante, was ihr sagen wollt. Und zerstört das doch nicht selber mit zu viel Information, sondern konzentriert euch darauf. Und da kommt man dann häufig dann zu Ergebnissen, die für alle Seiten befriedigend sind. Ja, na, das Schönste, aber man gesehen beim Wettbewerb, war eine Logoleiste, die war so hoch, in Gold. Oh, in Gold. Gesiebt. Also das hat schon ein entbehrt.
Das finde ich ja schon wieder heiß. Ja, total heiß. Das hat was. Ja, von Stubas in Österreich. Ich glaube, wir müssen dann wirklich, um uns nicht den Zorn anderer zuzuziehen, aufhören. Ist es heiß, das Thema? Wenige Plakate kommen aus Österreich. Liegt das mehr an der Designausbildung? Nee, seitdem du nicht mehr unterrichtest in Wien von uns, oder? Also Peter, es gab tatsächlich mal mehr als 7 Plakate in der Auswahl. Das war, als ich an der Angewandten war. Und ich glaube, da hatten wir schon 8 Studierende sogar in der Auswahl einmal. Und das liegt nicht an der Qualität, ganz sicher nicht. Und es liegt auch nicht an der Ausbildung, weil die Ausbildung in Wien oder in Österreich, die Ausbildung in den Künsten ist ganz exzellent. Also ich habe das zumindest, kann es nur so bestätigen. Das gilt nicht nur fürs Grafikdesign, aber auch. Ne? Das ist in der Architektur definitiv so, in der Kunst, im Film total. Ne? In vielen künstlerischen Bereichen ist die Ausbildung in Österreich exzellent. Gemessen auch an Resteuropa. Deswegen, daran kann es nicht liegen. Es gibt so eine Art Scheu, glaube ich, sich zu präsentieren international. Genau. Und da habe ich meine Studierenden immer schon versucht aufzurufen und auch Leute, also auch Designer, die ich halt kenne über die Verbände, macht doch, traut's euch doch. Ja? Mhm. Und dann wird das auch sozusagen, wird sich das auch niederspiegeln in Wettbewerbsgewinn. Da wäre ich total sicher. Ja, man muss eine bestimmte Schwelle muss man einfach überschreiten und dann einreichen. Das Einreichen habe ich geschafft, wo ich wirklich mit den Dingen auf Kriegsfuß stehe, technischen Dingen. Und ich habe auch schon jedes zweite Jahr reiche ich ein. Und es ist easy, sage ich nur. Kostet auch nicht die Welt. Also reichet ein. Ja. Aber es stimmt schon, man muss wahrscheinlich auch noch ein bisschen damit groß werden, weil bei mir war das immer so etwas ganz Natürliches, weil Niklas das halt immer gemacht hat. Ja, meine ersten Plakate habe ich bei ihm mitschicken können. Meine Rollen. Und dann war es ja bei mir halt auch, da habe ich das einfach weitergemacht. Ja. Weil es halt auch, das muss man auch zugeben, ich habe dann auch ziemlich schnell auch kapiert, was das einen bringen kann. Es geht jetzt gar nicht nur stark darum, sich zu messen, sondern auch den Austausch zu fördern. Und der ist mir eigentlich total wichtig. Deswegen auch mein Engagement beim Weltformatfestival. Da ist uns eigentlich fast das Wichtigste, dass man den Austausch zwischen Grafikern eigentlich fördert und so eigentlich auch zu was Neuem führen kann. Und Niklas hat mich dann wirklich zum ersten Mal damals, da war ich bei der Warschau Biennale dabei, das war wahrscheinlich 2000 oder so. Und da hat er mich dann eingeladen und dann bin ich mit ihm nach Warschau gegangen. Das war natürlich ja ein Highlight. Ja, ich war dann doch schon 23. Aber es war ein Riesen-Highlight natürlich. Und da halt auch diese ganzen Gestalter zu treffen, die waren halt auch wirklich auch alle da oder viele. Man darf da auch anmerken, dass diese, also gerade dieses Medium wirklich international wahrgenommen wird. Ja, das ist halt, wir haben zum Beispiel, heute war der Anlass oder der Aufhänger 100 beste Plakate Deutschland, Österreich, Schweiz. Tatsache ist aber, dass diese Ausstellung auch in Korea gezeigt wird, in China, in Litauen, dass wir möglicherweise nach New York gehen und nach Kuba. Dieses Medium hat einfach Strahlkraft weit über den Kontext hinaus, weil das halt auch in vieler Bewusstsein schon mittlerweile als Kunstform angesehen wird. Ne? Das ist eigentlich eines der ersten Medien, die sich so aus dem Gebrauchsgrafik heraus bewegt haben Richtung Kunst und dort auch seine Bewandtnis bekommt und immer mehr bekommen wird, dann auch kunsthistorisch auch so sein wird, denn immer mehr Kunsthistoriker verstehen, also Kunsthistoriker sind ja nicht so die Schnellsten, was solche Entwicklungen anbelangt, aber es wird dort auch mehr und mehr wahrgenommen, dass das halt
ein wertvolles Medium ist, was sich zu sammeln lohnt, woran man auch forschen kann, wo man auch Kulturforschung dran ablesen kann, Zeitgeist, politische Strömung etc. etc. Lässt sich unheimlich viel ablesen am Plakat. Und deswegen, wie gesagt, das hat das, deswegen sind, ich meine, deswegen bin ich so fasziniert von diesem Medium. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Das lässt mich nicht los, weil das halt mehr fast ist schon, als nur diese Fläche. Zum Schluss noch ein Plädoyer für das Plakat. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ich möchte mich noch bei der Susanne Ellerholt bedanken und Erich. Und ich werde es diesmal schaffen, den Hermann Büchner, der mich so toll immer betreut, also von der pressemäßig und auch tippmäßig, egal wo er liegt, ob am Strand in Usedom oder sonst irgendwas, es gibt immer eine Antwort und die Antwort kommt innerhalb von maximal 2 Stunden. So kommunizieren ist top, danke dir. Euch danke ich fürs Mitmachen. Wir konnten nicht alle Fragen beantworten. Aber auf der anderen Seite haben wir das jetzt mal angeteased, was wir vielleicht in einer anderen Art und Weise mal fortführen können. Also wie auch immer. Mhm. Aber danke euch recht herzlich für dieses Alternativprogramm zu einem ab übermorgen geschlossenen Museum wieder für die nächsten 10 Jahre. Ja, wirklich. Ja. Danke. Okay, vielen Dank für die Einladung. Danke. Baba.